Hallihallo, ihr Lieben da draußen, herzlich willkommen. So, die meisten sind jetzt schon wieder abgehauen, aber der Thomas, der sitzt immer noch auf seinem Drehtauto hier. Nee. Ja, aber ich muss jetzt auch mal los, ne? Ja, Thomas, alles klar und lass dich nicht unter den Rädern von einem Auto kommen. Ja, ich probier's, ja, ist ja nicht so weit. Sieht aus wie eine Seifenkiste, ich will's auch nicht. Tschüss! Niedlich, das Ding. Gulli? Ja? Du bist drin in der Kartoffeln? Geh mal raus. Raus, ja, aus der Kartoffeln? Drin in der Kartoffeln? Raus aus der Kartoffeln? Wollen wir weiterspielen, oder? Nee, ich muss immer noch was machen hier. Ich hab... Ach so. Ich hab in 3 Stunden immer noch nicht das Feld abgedingst hier, weil jemand irgendwie ständig was will von mir. Soll ich dir mal was sagen? Sag mir mal was. Von nicht wird unnicht, dass du es nur mal weißt. Nee, wir können ja nicht dafür, wenn ihr mich die ganze Zeit belästigt hier. Nee, das voll. Stimmt wohl. Das ist ja alles gut. War gutes Mittagessen, muss ich sagen. Hast du gut gemacht? Ja, cool. Nee, ich hab das nicht gemacht, ich hab's bloß gekauft. Nee, ja, aber du hast ja eins vorbeigebracht. Freut mich sehr. Ich renne mal im Schirm mich mal, hä? Ja. Na gut, alles klar. Ja, muss jetzt nicht, wir ist ja immer mal das irgendwas mal. Mhm. Weißt du schon. Genau. Na, ich geh dann mit deinem Funk, weil da ist nämlich der Nikolas, glaub ich, noch drin. Ach so. Ja. Na gut, alles klar. Ich danke dir für das Hähnchen. Ja. War sehr, sehr lecker und war eine gute Idee. Ach, der Stefan steht noch an, ja. Ja, ich wollte nur sagen, ich hatte es. Ich hab die Leitung geflickt. Achso, laufen lassen, der verliert jetzt keinen Druck mehr. Alles klar. Gut. Ja, perfekt, so machen wir das. Na alles gut, klar. Jungs und Mädels, ich muss jetzt auch schon mal los. Ich muss mal weitermachen, sonst wird es so nicht. Lass mal fertig wirst. Ja, genau. Na dann. Gut, alles klar, tschüssi, hören wir uns mal gut. Ja. Ciao. Hast du Hilfe? Nee. Nee, hab alles da stehen, passt. Gut, alles klar. Ja. Dann gut, ich danke dir. Jo, du auch, tschüss. Ach, übrigens, Kulli. Ja. Hast du mal in unsere Witzdorf-App geguckt? Die Aufträge funktionieren wieder. Die Leute können wieder Aufträge neistellen und sogar sehr gute. Ach so, na ja, schön. Mit 10.000 Euro und ich habe letztens einen mit 20.000 Euro sogar gemacht. Echt? Ja. Krass. Musst du mal reingucken. Das ist aber schön. Gibt's ganz viele drinne. Herrlich. Ja. Sehe ich auch so. Da kann mir auch nicht langweilig werden. Nee, glaube ich auch. Na schön. Dass du dir vor allem mal wieder ein bisschen Geld verdienen. Ja. Ne? Na gut, alles klar, ich mach erst mal los. Hä? Bis später. Ja, bis später. Tschüss. Tschüss. So, Nikolas, bist du noch da? Ich glaube, der schläft schon, der alte Sack. So, ne? Was? Ich hab gar nicht. Dann aber uns ein bisschen anders, mein kleiner Freund und Kupferstecher. Na, das Bier hat zu hart geknallt. Was hat geknallt? Das Bier hat zu hart geknallt. Weißt du, wenn du trinken wir großer und vertragen wir kleiner. So sieht's aus, so sind sie heutzutage. Brauchst du nicht eine große Klappe zu haben? Ja, mich schauen wir manchmal bei euch. Und wie läuft's so bei euch? Bei uns? Ja. Ne, ey. Hier war jetzt bei mir totaler Andrang auf dem Feld. Ja. Ich hab gerade eben mit dem paar Mal noch eine kleine Runde gedreht. Ja. Du, der Landhandel, die haben sich bei jetzt einen Porsche gekauft. Ja, den hatte ich vorhin vor mir. Ach so? Das ist ja ein Spielzeugtraktor, oder? Ach nee, aber ich finde den eigentlich ganz schön. Ja, ist der auch, aber trotzdem ein Spielzeugtraktor. Aber, Manne, ich glaube, wir haben es langsam geschafft. Ich glaube, wir verseuchen die langsam mit so einer Alzheimer-Krankheit. Ja. Bald können wir mal ein Treffen hier machen. Sehe ich auch so. Und wenn dann bei eBay mal mehr Oldtimer dann zum Verkauf stehen, dann... Ja, da kann man die Sammlung ein bisschen aufgestockt. Kann man auf alle Fälle mal zuschlagen, ne, würde ich sagen. Wenn der Preis stimmt, ja. Definitiv.
Ja, ne, meine Kartoffelernte, die dauert noch an. Wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid, ich hab hier nichts zu tun. Nee, ich hab hier volle Kanne. Bei mir steht. Bei mir steht schon alles voll mit Abfahrer. Okay. Und habt ihr den Roder gemietet oder was? Ich hab den Roder gemietet, ja. Und wie ist der so? Ja, ne. Halt der Kartoffelroder, ne? Ja, aber Grimme, ne? Gute Marke. Ja, aber Spaß macht trotzdem, ne? Ja, natürlich am meisten Spaß macht ein Vollernter, ne? Aber. Natürlich. Vollernter ist schon was Geiles, also das muss man sagen, wie es ist. Na, der Preis, der tut ein bisschen weh. Vom Vollernter? Ja, also ich guck da ab. Ja, weißt du, was der kostet? Der kostet 600.000. Ja. Da kannst du schon. Ach, was weiß ich. Da kannst du viele Kartoffeln dir kaufen dafür, glaub mir. Ja, da kannst du dir 2 bis 3 Roder voll holen, ey. Ja. Aber ich sag mal, die Roder sind halt. Du kannst. Die sind halt sehr umständlich. Ja, das Problem ist halt, die sind riesig. Ja, die sind einfach umständlich. Du bleibst halt überall hängen und es ist Ecke auf, so ist ja. Und ich sag's dir, ne, ich hatte früher mal auf einem Biobauernhof ein Praktikum gemacht, wo ich noch klein war. Hatten die auch einen Grimme-Roder und hinten dranhängen. Ja, und die haben aber keinen Krautschläger gehabt, dann haben wir die so gerodet, ey. Und ist das Ding dann bis zum Kotzen voll verstopft und wir hatten erstmal eine halbe Stunde Stillstand, bis das Ding wieder am Laufen war. Ja, das will ich glauben. Ja, deswegen, Krautschläger ist schon eine feine Sache. Ja, das hab ich ja. Jetzt hänge ich mit so einem Scheißding hier im Baum, ne? Tja, also, kannst wohl nicht fahren, ne? Ja, das hat nicht mit vorn zu tun. Ich habe hier einfach keinen Platz. Das ist das Problem. Ich habe einfach hier keinen Platz. Und vor allem so ein Selbstfahrer, Alter, der passt erst recht nicht irgendwo durch. Mensch, ich weiß nicht, wie ich den hier wegkriechen soll. Weißt du was, ich komme mit dem Fahrer mal runter gefahren. Ich besuch dich mal. Och nee, das ist doch eine Scheiße hier. So, mal gucken. Mein Köter ist schon wieder abgehauen, ey. Ich krieg das Gott. Ja. Die dumme Sau, ey. Komm hier auch mal weg. Weiß nicht, wie sie das so machen soll. Na ja, gut. Das machst du mal abdanken. Vielleicht können wir noch einklappen, mal sehen. Ach nee, ich sag dir, die Kartoffelernte, das ist einfach zum Kotzen. Ja. Also, du weißt, ich bin gelernter Landmaschinenmechaniker, wenn du Probleme hast, ruf an. Ja. Ich habe ein Problem, aber das kannst du nicht beheben gerade. Hast du ein Erektionsproblem oder was? Nee. Ich hänge mit dem Kartoffelernter im Baum fest. Ich komme ja auch nicht wieder weg. Oh, ich weiß nicht wie. Ja, mal gucken. Ah, das sind 2 Rehe, scheiße. 3 Rehe sogar, meine Güte, ey. Hä? Ah, die scheiß Rehe hier. Warte mal. Die fahren gerade eben schon wieder mit der Porsche da rum. Ja, jetzt muss ich mal kurz auf deren Hof fahren und mal zeigen, was ein richtiger Zecker ist.
So, jetzt haben wir's. Jetzt haben wir's wieder. So, also du kommst jetzt vorbeigefahren, oder was? Ja, ich hab kurz eine Runde auf dem Landtunnel gedreht. Micha, hau rein, dir auch. Danke, danke. Tschüssi. Tschüssi. So. Jetzt sind wir auf alle Fälle erstmal wieder on Tour hier, auf dem Feld. Bist du wieder am Stream, oder was? Ja, ja. Natürlich. Muss man doch machen. So. Jemand im Funk? Mehrere. Nein, die sind nicht da. Nee, gut, tschüss, dann geh ich wieder. Nee, wir sind doch da, Köli. Bleib doch mal ruhig. Ja. So. Ging jetzt mit dem scheiß Ander im Baum fest. Ach nee. Da kannst, auch du, dir ja, kannst du dir ja einen Obstmann vorstellen. Mhm. So, aber wir sind schon wieder on Tour hier. Geht schon wieder weiter. Schön. Sag dir, Kartoffelernte. Ist nicht das Allerschönste im Leben. Ja, das Leben ist ja nur mal kein Eisflecken, ne? Jo. So, warte mal, der Nikolaus ist hier. Was? Kannst ruhig weiterarbeiten, kein Problem. Ach so, ja gut. Bleibst im Funk mit drin, gut, alles klar. Ja, oh, ich sag's euch. Ich sag's euch, wie's ist. Die Ernte hier ist der Hammer. Ja. Ich muss auf alle Fälle einmal meinen Traktor in die Inspektion geben. Der ist voll runter, ne? Der ist total auf Rot. Ist nicht das Allerbeste, hä? Und Köli, hast du schon mal nach neuen Aufträgen geguckt oder wie sieht's aus? Nee, noch nicht. Ich habe jetzt erstmal geguckt, wie ich den Anhänger ummelde. Oh, das muss ich mit dem Richard machen. Ja. Der ist aber gerade nicht zu erreichen. Hm, da hat sich vorhin schon verabschiedet. Hm. Ja. Ja, ist ja auch nicht schlimm. Ich stell den erstmal ab und so. Stellt's auch schon mal ab, oder was? Ja, muss ich dann später Kennzeichen ändern und so. Ja, ist richtig, ist richtig. Ja, müsst ihr schon machen. Ja, geht aber ja jetzt nicht, ne? Der hier, der Kuli, die hat nämlich vom Richard einen Anhänger gekauft, weißt du? Da müssen wir mal gucken, wann wir das andere Dankfest machen. Vielleicht Anfang November, wa? Ja, ne? Können wir dann bei mir mit einem Hoffest direkt verbinden sollen, ja. Einweihung. Ja. Finde ich ja, eigentlich eine gute Idee. Gut. Ja. Bist du denn mit deinem Hof schon so weit durch und fertig mit allem, oder ist noch irgendwo ein Problem? Ja, bis jetzt erstmal, ne, ruhig angehen, weil geplant ist jetzt noch, dass ich die Milchwirtschaft kaufe. Hier. Das ist da, wenn du Richtung, sag ich mal, quasi da in der Nähe, wo du dich mal auf die Seite gelegt hast. Hm, ich weiß schon. Ja, deswegen erstmal finanziell jetzt erstmal ein bisschen bremsen. Ach so, ja. Ja, muss man sich auch manchmal. Manchmal muss man sich einfach finanziell mit bremsen, das ist so. Da bremse ich mich jeden durch. Muss ich euch mal so sagen, wie es ist. Ja. Mhm. Ja, ich kann ja hier ne alles rausschleudern. Nee. Die Schweinerei, die
Das heißt nicht von selber, ne? Genau. Die müsst ihr auch irgendwie zum Besten kriegen und so. Das stimmt wohl. Und nicht zu knapp, glaub mir. Scheißen die auch wie die Blöden, so wie meine Kühe. Ja, ja. Naja. Wie ist es da bei deine Schafe, Kuli? Wie ist es mit meinen Schafe? Ja, was haben wir denn gerade erzählt? Wegen Scheiße, oder was? Nee. Wird er nicht zugehört, oder was? Ja, ich bin auch bei Schafe nebenbei. Ja, was denkst du, was ich mach? Mann, ey, die ist schon alt. Ja, stimmt auch wieder. Überfordert sie nicht. Ja, ne, ob die bei dir abfressen wie scheuen Treasure. Ja, es geht. Ich hab einen Stall nicht ganz voll, weißt du? Mhm. Ich hab letztens welche verkauft. Weißt du, du hast einen Stall nicht ganz voll? Nee, warte, ich guck gleich mal. Aber ich hatte so ein bisschen reduziert wieder. Weil okay. Ich war übervoll. Ich habe irgendwie, ich glaube, 60 Kühe habe ich jetzt da drin. Und vorhin nochmal 30.000 Liter Mischration geholt, weil die fressen mir auch die Haare vom Kopf. Ja. Also in dem kleinen habe ich noch 5 Plätze. Im großen habe ich noch 3 Plätze. Okay. Also fast voll alles. Ja, sag ich ja. Das hätte mich jetzt fast gewundert, wenn da bei dir so viel frei ist. Warum? Ja, ne, das ist ja eine regelrechte Schwemme. An Schafen? Ne, an Tieren überhaupt, ja. Ja, na, weil die Höckern wie die Blöden, die haben doch nichts zu tun, die faulen Schweine. Aber ich wir muss haben immer. Doch Langeweile, da müssen wir doch nicht mit irgendwas beschäftigen. Ja. Aber ich muss immer wieder sagen, Nikolas, ein schöner Traktor, den du hast. Ja. Das alte kleine Ding. Das ist wirklich ein schöner Traktor. Servus. Ah. Wie kommst du jetzt hier, Herr? Ich bin gerade hergelaufen. Ach so. Als hättest du es gewusst, dass wir wegfahren müssen. Nee, ich hab's mir bloß gesehen, dass hier gerade alles wegfährt. Und ich habe mein Handy im LKW vergessen. Oh, das ist natürlich wichtig. Du kannst aber mal mit dem. Du kannst dich schon mal so positionieren, dass du hier mal drunter fährst. Ey, Mann, hier kannst du gleich ein schönes Foto für deine Website hier machen, für Social Media. Was steht, oder? Kannst du den Dingens, den New Holland gleich noch nebenstellen lassen, gibt's ein schönes Foto. Meinst du? Ja. Die stehen jetzt zwar im Schatten, aber ist ja nicht dramatisch. Söhne, pass auf, dann machen wir das mal. Stefan? Ja? Fährst du mal dein LKW-Ammel mit daneben bei den Traktoren hin? Ja, Meile. Ich bin bloß mal überladen. Ja. Also, überladen. Ja. Ich muss mal neu anfahren. Alter Jüte, da habe ich ja schon dreimal abgetankt. Du hast im Gegensatz zu uns aber keine LKW. Genau, so los. Du musst ganz dicht anfahren, dann geht's. Es lädt nicht ab.
Ah, vielleicht ist er da verstopft. Ich geh mal oben gucken. Nee, den nimmt er ab. Boah, da kommt er ja nicht hoch, ey, meine Güte. Ah. Hä, warum lädt denn da mehr ab? Ich glaub, die hängen hier oben im Bunkerfeld. Oh, Jungs, soll ich euch mal was sagen? Sagen wir was? Ich hab... Ja, ich hab schon vorhin erzählt, ich hab eine Fortbildung gemacht, ne? Für GPS. Na, ich probier das gerade aus hier, das ist ja einwandfrei. Genau. Warum lädt ihr da hier mal ab? Aber hab ich mir das gut gemerkt hier, du. Ja, warte mal, aber jetzt ab. Warte mal. Ich hab keine Ahnung, warum da nicht ablädt. Hast du vielleicht irgendwas Falsches eingestellt oder so? Nee, hab ja gerade selber abgeladen. Warte mal, der hat doch hier so ein Gerät hier, so, wo man das gucken kann. Stefan? Ja? Fahr mal mit dem Anhänger drunter, bitte. Ja. Aber jetzt! Macht ja nichts mehr. Ja, du musst, ja, fahr mal ein Stück vor. Kurz nein? Hey, jo. Was? Ne Scheiße, ey. Ja, aber da hat er gerade abgeladen. Warum? Da hat er hier die Rundumleuchte an. Du musst halt Band mal anschalten, ja. Stopp jetzt, was verstopft. Tja, hab ich keine Ahnung. Fahr mal mit dem Dings drunter, mit dem Anhänger bitte. Kommt da hinten an, ihr Dackel. Das wird so nicht. Bombe weg! Bombe weg! Ich klapp jetzt nochmal runter. Irgendwie halt es hier nicht hin. Bitte die Fick, warte, ich geh runter. So. Oh! Ja! Meine Güte! Und nicht, dass wir hier unter anders sind, oder ne? So. Achtung, Achtung! Vielleicht gucken, dass er jetzt nochmal drunter fährt. Ja, ja, wir machen das nochmal auf dem Feld, richtig. Komm mal her. Mit dem Traktor. So. Mal da ein neues Gerät mal posten. Da vorne mal hin, bitte. Oh. Was ist denn da schief gelaufen? Der ist nicht tief gelaufen. Stefan! Hat ein bisschen überrotisiert, ja. Fährst du? Ja, schneller. Ja. Gut. Ja, okay. Ja. Der Herbert, der kann jetzt mit 70 km/h. Stefan! Jetzt! Ja, warte, jetzt geht's noch.
So, jetzt halt's hin. Stefan! Ja? Habt ihr Kalzon? Bitte? Habt ihr Kalzon? Ja. So, das war's. So, na gut, meine lieben Freunde, aber wir sind erst mit durch mit der Folge. Hat jetzt ein bisschen komisch gedauert, irgendwas hat ja nicht funktioniert, aber wahrscheinlich war ja vorne alles verrammelt. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Also bis dahin, macht's immer gut, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss, ciao, euer Manne und Kuh. Tschüss.